Heute, ja, heute feiern wir hier die wilde Bohrparty. So, ich habe hier eine Bosch hingestellt, damit noch mehr Bosch hier steht. Ich sag nur eins, alter Verwalter. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotholz TV. Mein Name ist Sebastian und heute haben wir ein Thema, was ihr euch sehnlichst gewünscht habt. Denn das Thema Bohrständer und Standbohrmaschine ist quasi der ewige Krieg und auch ein bisschen ein Krieg in den Kommentaren unten gewesen. Ihr seid ja sehr sittlich und sehr ordentlich, aber es gibt das eine Lager, es gibt das andere Lager. Und ich habe euch ja vor einem Jahr mal gefragt, was ich mir in meiner Werkstatt für eine Standbohrmaschine zulegen soll. Und ich glaube, ein Drittel hat hier genau mir diese Konstellation vorgeschlagen und hat gesagt, ja, unbedingt Bohrständer. Und genau aus dem Grund, weil ihr so oft euch dieses Thema gewünscht habt, habe ich heute hier einen Bohrständer und hier einen Vertreter dieser anderen Klasse, nämlich einer ganz normalen Tischbohrmaschine. Und so habe ich hier die PDB 40 und hier habe ich den, jetzt sage ich nicht, dass ich es falsch sage, den Wabeco Bohrständer mit einer Bohrmaschine. Das werden wir uns heute anschauen und hinterher weißt du hoffentlich, was eher dein, wie sagen wir, dein Thema ist oder wo du dich eher wohlfühlst. Für mich habe ich schon einen klaren Sieger, weil ich habe schon einiges ausprobiert und du wirst überrascht sein. Auch mit von einer Sache, und zwar dem Thema Rundlaufgenauigkeit. Ach, jetzt habe ich fast vergessen, das Thema Verlosung. Natürlich ist ja Freitag, wie immer verlosen wir etwas. Und was verlosen wir heute? Die PDB 40, so wie sie hier steht, genau die heute hier aus dem Test, wird zu dir nach Hause kommen. Alles, was du machen musst, ist unten einen Kommentar zu setzen. Und mach doch mal bitte Folgendes und macht mal ein Hashtag, und zwar Hashtag, in welchem Lager ihr euch befindet. Und zwar Hashtag Bohrständer oder Hashtag Tischbohrmaschine. Du hast sicherlich eine Werkstatt, bist Hobbyheimwerker, Handwerker oder was auch immer oder willst demnächst dir eine Werkstatt zulegen. Oder zumindest willst du eine Sache machen, und zwar Löcher bohren. Weil Löcher bohren, das macht man irgendwie andauernd, wenn man Sachen baut und bastelt. So, und wie machst du das Ganze? Du machst das mit einem Akkuschrauber im Zweifel und dann legst du los und dann bohrst du halt, ja? Und was ist das Problem? Du bist das Problem. Und in dem Fall, ich bin das Problem. Denn wie soll denn das hier gerade werden, ja? Also ich bin ja keine Präzisionsmaschine. Ja, auch wenn Sander was anderes behauptet, ist es so, dass ich natürlich versuchen kann, nach unten hier gerade zu bohren, aber es wird nie wirklich funktionieren. Ein paar Grad Abweichung hast du immer. Und genau aus dem Grund nimmst du zum Löcherbohren, ja, wenn du gerade Löcher reinbohren willst, nicht sowas. Gutes Beispiel ist hier meine Werkbank. Ja, hier sind so irgendwo zwischen 2 und 250 Löcher drin und die sollen natürlich genau gerade reingebohrt werden, sonst hast du nachher keinen Spaß. Und genau dafür braucht man eine Lösung und dafür kann man zum Beispiel auch so etwas nehmen. Aber da ist interessanterweise, ist das genau jetzt schon ein super Beispiel, ist mir vorher gar nicht eingefallen, wo du eben nicht mit der Maschine hier arbeiten kannst, sondern hier mit dem Bohrständer arbeiten kannst. Weil damit kannst du sowas hier machen. Mit der Maschine hier kannst du das nicht. Und genau deswegen möchte ich heute mit dir hier loslegen, weil eine, ich sag mal, im weitesten Sinne eine Standbohrmaschine, weil am Ende ist es ja beide dasselbe, und zwar kann es gerade Löcher nach unten bohren. Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Sichtweisen auf das Thema und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme hier mal ein Synonym, ja, die PDB 40 für diese Klasse. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wir gucken uns auch die PDB 40 kurz nochmal an. Hier geht es aber nicht primär um genau diese Maschine, sondern es geht darum, um so die Vor- und Nachteile dieser Klasse an Maschinen, ja, rauszuarbeiten. Das heißt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Es gibt einige Sachen, wo er hier weit vorne ist und dann auch wieder ein paar Sachen, wo dann doch eher diese Klasse hier weiter vorne ist. Und genau das arbeiten wir raus. Und was mir ganz wichtig ist, ist doch Folgendes, und zwar das Thema Rundlaufgenauigkeit. Denn bei meiner alten Standbohrmaschine, die ich in der Werkstatt hatte, hatte ich immer ein Problem. Und zwar hatte ich eine Rundlaufgenauigkeit
Genauigkeit von der Rührschüssel, nämlich ich glaube so etwa zwischen 1 und 1,5 Millimeter. Bei 10 Zentimeter rausstehendem Bohrer hatte ich dann unten Ungenauigkeiten. Damit kannst du viel anfangen, nämlich genau gar nicht viel. Du kannst das Ding am besten dem Nachbarn in den Rücken werfen oder wem auch immer. Weit fliegen willst du nicht, weil am Ende wiegt so eine Maschine auch 50, 60 Kilo. Naja, außer du bist ja Thomas, ja, aus dem Lager, der kann auch Sägen stemmen, wie wir letztens gesehen haben. So, jetzt geht's los und wir fangen an mit einer Sache, und zwar dem Thema Preis. Das Thema Preis ist gar nicht so einfach, denn wir haben hier ja einen Synonym für eine Geräteklasse. Das ist die Bosch PDB40. Bei der Bosch PDB40 ist es so, die kostet so rund 250 Euro. Das ist aber nur eben, wie gesagt, ja ein Synonym. Diese Geräte hier, diese Klasse, bekommst du durchaus auch schon als wirklich sehr günstige Ware mit wirklich fragwürdiger Qualität im Bereich von 100, 150 Euro bis in den, ja mal nach oben in den Jupiter-Mond Preise, wo du auch mal für ein Gerät dieser Größe dann auch mal 2000 Euro bezahlst. Natürlich hat das eine wesentlich höhere Güte. Am Ende bleibt aber immer, ich sag mal, die Grundeigenschaften dieser Maschine gleich. Im besten Fall hast du hier etwas ohne Riemen, wo du es justieren kannst, die Geschwindigkeit, möglichst stufenlos und so weiter und so fort. Aber selbst mit Riemen wäre es noch kein Problem. Es geht hier darum, du hast hier eine Säule, einen festen Motor drauf, den du nach oben unterfahren kannst, fertig. Das ist also die Grundeigenschaft dieser Maschine. Wie gesagt, 250 Euro. Und übrigens, wenn du dich für das Thema Preis interessierst und für das Thema, dieses Thema, wie immer findest du unten den ehrlichen Preisvergleich, weil jetzt wird es etwas spannender. Wir haben hier quasi den Lego-Baukasten, ja, den Lego-Baukasten der Bohrständer. Und zwar ist es so, dass du hier nicht dieses System so einfach klickst und kaufst, sondern du kannst dir wirklich überlegen, was du kaufen möchtest. Das heißt, erstmal fangen wir bei der Bohrmaschine an. Und zwar ist es hier so, hier habe ich eine Bosch-Bohrmaschine, nagelneu drin, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Die hier kostet sowas im Bereich so zwischen 180, 200 Euro. Ja? Nagelneue Maschine, wunderbar. Du kannst aber auch deine gebrauchte Maschine nehmen. Warum du es nicht machen solltest, kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Jetzt haben wir dann aber hier diesen Bohrständer von Wabeco. Und hier ist es so, dass das Ganze natürlich extrem modular ist. Wir haben hier einen Ausleger von 50 cm, hier in dem Bereich, und hier von 75. Du kannst allein das schon in so viele verschiedene Varianten kaufen. Du kannst das hier in rund 30 cm kaufen, in 50, in 70. Du kannst das hier in 50, in 75 oder noch größer kaufen. Du kannst hier das Ganze hier mit so einem Tisch, ohne dem Tisch und so weiter und so fort. Und wenn du dich dafür entschieden hast, wie, was, wo, dann kannst du hier zum Beispiel noch überlegen, ob du das hier in einer anderen Variante dir holst. Das ist so basic, was ich hier habe. Das Ganze gibt es aber auch mit auch dreigeteilt, dass es ein bisschen guter, besser flutscht oder. Also hier hast du so viele Möglichkeiten. Und um das jetzt mal preislich so ein bisschen zu fassen, ist es so, diese Bohrmaschine kostet so im Bereich 180, 200 Euro und der Bohrständer kostet auch so im Bereich 200 Euro. Sodass wir hier so im Bereich von rund 400 Euro für dieses System sind. Das fehlt noch, da kommen wir noch dazu. So im Bereich bei 400 Euro sind, hier im Bereich bei rund 250 Euro. Hier musst du jeweils deine Wunschmaschine quasi so reinsetzen, um das am besten zu vergleichen. Ich werde jetzt beides mal ein bisschen genauer vorstellen. Das heißt, ich werde hier auf das Thema eingehen. Dann werden wir uns das hier auch mal ganz genau anschauen. Und dann werden wir auch endlich mal bohren. Natürlich werden wir das machen. Und zwar, wenn wir bohren, dann bohren wir auch mal richtig, nicht wahr? Und zwar werden wir Folgendes machen. Wir werden mit 20 mm in Metall bohren. Weil ich denke, wenn, dann wollen wir die auch mal ordentlich quälen. Forstner bohren und ein paar andere Sachen. Und dann kommt was ganz Besonderes. Und zwar, was heißt besonders? Aber ich möchte vor allem auch die Rundlaufgenauigkeit mir von beiden Geräten anschauen. Schauen wir uns die PDB40 mal genauer an. Wir haben hier oben den Einschalter. Finde ich übrigens wirklich sehr schön gemacht. Ja? Man dreht das Ganze auf ein, klick. Und dann haben wir hier unten die Möglichkeit, das Ganze zu schauen, wie schnell dreht dann die Maschine eigentlich. Ja? Und können das hier jetzt einstellen. Du kannst auch gerne mal machen. Wenn ich jetzt eins weitergehe, dann geht die Maschine an. So. Und wir haben jetzt 190 Umdrehungen, 200 Umdrehungen. Und können jetzt hier stufenlos das Ganze verstellen. So, wenn ich jetzt noch mehr Umdrehung haben möchte, kann ich hier an der Seite, kann ich hier das Ganze auf den zweiten Gang stellen. Übrigens bitte nur betätigen, wenn die Maschine nicht läuft. Ganz wichtig hier in dem Fall. Sonst macht ihr das Getriebe kaputt. So, und jetzt können wir es wieder einschalten.
Und hier Notaus. Ja, hier haben wir ein Notaus, wo wir einfach nur drauf drücken müssen, ist die Maschine aus. So, jetzt mache ich mal wieder an. Jetzt können wir hier übrigens noch andere Sachen machen. Und zwar können wir jetzt hier noch den Kreuzlinienleser einschalten. So, ich mache jetzt mal an. Jetzt seht ihr hier unten, da ist jetzt ein, ich hoffe, ihr seht das. Hier kann man es jetzt besser sehen. Ihr seht jetzt den Kreuzlinienleser. Und jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt können wir das hier euch gleich mal erklären. Wir haben hier so eine Zwinge gleich mit dabei. Das Ganze schieben wir jetzt mal nach unten. Und um es festzumachen, brauchen wir nur hier etwas anziehen. So. Und das ist das fest. Ja, das ist wirklich fest. Und jetzt schauen wir aber mal, wie genau das Ganze ist. Gehen wir mal hier nach unten. Moment. So. So. Naja, ich sage mal, nicht ganz genau, aber ja doch, schon sehr genau. Schaut mal hier. Also schaut mal hier. Ich zoome mal ein bisschen rein. Schau ich das mal an. Also es ist schon gut, ja. Das ist ja nur ein Anhaltspunkt, wo das Ganze am Ende ist. So, also wir haben hier den Kreuzlinienleser. Was wir auch haben, wir haben hier eine Lampe. Ja, so. Können wir das Arbeitsfeld, ich mache für euch mal das Licht aus. Moment, Freunde. So, jetzt haben wir es hier wirklich mal Licht an. Und nur der Laser. Ja, und oh, Licht aus, Licht an. Ja, da kommt schon einiges bei raus. So, da bin ich wieder. Wir können das Ganze auf jeden Fall lose drehen. So. Ja, und das war's. Können wir eigentlich ganz gut mitarbeiten. Aber denkt dran, wir können hier das nur bis zu der Höhe nach oben ziehen. Also das ist die Bauhöhe, die wir hier haben. Aber pro Höhe. Wir haben hier zwischen der Grundplatte und dem hier eine Bauhöhe von 29 cm. Das ist gleich nochmal wichtig. Also hier 29 cm ohne den Bohrer an sich. Da kommt es auch mal drauf an, was ihr einspannt. Ja? Also hier haben wir 29 cm. Dann können wir natürlich hier hinten auch die Tiefe justieren, wie tief er rein soll. Keine Ahnung, wie ich zeige euch das nochmal. Das ist zwar eine Kleinigkeit, aber zeige ich euch nochmal. Moment. So, dann können wir hier nämlich einstellen, nicht die Geschwindigkeit, sondern die Tiefe auch zu messen. So, und dann können wir jetzt hier sehen, ja, wie tief das Ganze jetzt hier bohrt. Digital, wunderbar, ja, alles da. Jetzt nochmal eine andere Sache. Und zwar hatte ich ja gesagt, hier der maximale Abstand, den wir haben, sind 29 cm. Und jetzt noch die zweite Sache, nämlich der Abstand hier. Schaut mal, der Abstand, den wir hier haben, ist, ich konnte gar nicht sehen, 12 cm. Also wir haben jetzt hier 12 cm von hier nach da. Und jetzt kommen wir hier hin. Und genau das ist der Riesenunterschied. Und zwar haben wir hier eine komplett andere Flexibilität. Jetzt sagen wir hier, na okay, ja, wir lassen uns mal ruhig den Bohrer auch hier mal einspannen. Übrigens haben wir hier auch ein Schnellspannfutter mit Spindellok und so weiter und so fort. Haben wir hier aber auch. So, also wir wollen ja dann auch fair zueinander sein, dass wir hier auch dieselben Sachen haben. Natürlich hat die PDB 40 da schon eine Menge Sachen, die man so gerne haben möchte. So, hier haben wir auch ein Schnellspann-Bohrfutter. Ich liebe dieses Bohrfutter. Ich sag euch, das Bohrfutter ist echt gut. So, und jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar, das ist nämlich genau die Sache. Ja, heieiei, was haben wir denn hier? Ja, hier gehen ja Sachen. Das ist ja verrückt. Ja, wir können hier wirklich einfach so das Ganze, jetzt muss ich ein bisschen, Moment. Ich hatte einen Fehler und zwar habe ich die Maschine falsch eingespannt, sodass der Griff hier gegen die Säule gekommen ist. Und übrigens eine interessante Sache, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, ist es so, dass diese Säule und diese Säule, hier sieht man es übrigens sehr stark, schau mal hier, das ist Vollmetall. Da ist kein Loch drin, kein nix, kein gar nichts. Ja, das ist wirklich hier volles Metall. Entschuldigung, ist ein bisschen lauter, aber das hier ist garantiert kein Vollmetall, sondern das hier ist, ja, ich sag mal, ich will sich Blech nennen, aber das Problem an diesen Maschinen, allgemein an dieser Klasse von Maschinen, wenn ihr eine günstige Maschine kauft, und ich rede da nicht von 100 Euro, sondern auch wenn ihr 3, 4, 5, 600 Euro ausgebt, ist das hier kein Vollmetall, auch bei noch teuren Maschinen, glaube ich. Und dadurch ist es so, dass diese Säule immer dazu neigt, eher auch sich etwas zu verwinden. Ob das jetzt 1, 2 mm sind, je nachdem wie groß und so weiter, ist das natürlich hier anfällig. Hier haben wir auf jeden Fall Vollmetall, wo wir auf jeden Fall schon mal eine gewisse Massivität haben. So, was ich aber gerade zeigen wollte, war das hier. Nämlich wir haben hier eine Bauform oder einen Abstand von, jetzt haben wir aktuell so 9,5 cm. Aber dadurch, dass wir das Teil hier haben, können wir jetzt ja Folgendes machen.
So, und erstmal mit dem hier. Das hier, wie gesagt, die 50er, der 50er Ausleger. So, jetzt haben wir schon eine amtliche Breite von, ja, 39, sagen wir mal rund 39 cm. Also wir haben jetzt hier 39 cm. Und das hier gibt euch ganz andere Möglichkeiten. Und das ist der Punkt. So ein Bohrständer hier, andere Möglichkeiten, andere Höhe, Weiten, Tiefen. Und natürlich sollen wir jetzt auch nochmal weitergehen, nämlich wir hatten hier ja vorhin 29 cm. Und hier ist es jetzt ja ganz verrückt. Wir haben ja 29 cm vom Boden. Jetzt könnten wir auch von hier messen, müssen wir aber gar nicht, weil jetzt könnten wir ja theoretisch auch hier in den Tisch bohren. Und das ist genau das, was ich dir vorhin sagen wollte. Weil ich kann jetzt ja hier hingehen, kann das hier, ja, von der Sache her mir rausnehmen und kann dann hier unten... Wie seht ihr das jetzt? Wenn das jetzt hier nicht drin wäre, könnte ich in den Tisch schon reinbohren, um jetzt hier meine Löcher zum Beispiel zu machen. So, aber wir sagen jetzt mal, das hier ist unsere minimale Bauhöhe. Dann können wir jetzt, und jetzt wollen wir das doch mal wirklich ausprobieren, wie hoch kommen wir denn? Und das ist übrigens sehr schön gearbeitet, sehr präzise. So, mehr wollen wir nicht raus. Und haben jetzt hier einen Abstand von... Moment, ja... rund 57 cm, ja, im Verhältnis zu der Maschine. Jetzt kann ich hier schon stehen, ja, von 57 cm. Und ihr müsst bedenken, ihr könnt das hier auch in noch länger kaufen, um noch mehr zu haben. Aber bedenkt immer eine Sache. Hier haben wir das natürlich auch irgendwann einmal zu Ende im Sinne Stabilität. Natürlich so, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dass ich hier auch nachgeben, dass es auch hier nachgibt, ja. Also ich kann hier auch aufgrund, wobei, nein, wir wollen fair sein. Wir wollen fair sein. Lasst uns da mal Folgendes machen. Denn wenn wir hier arbeiten, müssen wir es so machen, dass wir das Ganze auch festziehen. Also diesen Ausleger, wenn wir sagen, das ist die Breite, dann müssen wir entsprechend das festziehen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann bewegt. Am besten komme ich schon mal dichter. Und dann schauen wir mal. So ein Schlüssel ist euer bester Freund. Ach so. Empfehlung wäre übrigens das hier, Vera Hex Plus, weil, hat mir die Kamerafrau geschenkt und seitdem nutze ich den eigentlich ja fast täglich, muss ich sagen. So, jetzt schauen wir mal trotzdem nochmal. Jetzt haben wir hier, upsa, ich hätte es festschrauben sollen, aber ihr seht immer noch, also ein bisschen bewegt es sich immer noch, aber wir reden jetzt hier auch von einer riesigen Ausladung. Und wenn ich jetzt das Ganze auf dieselbe Höhe bringe wie das hier, also dieselbe Entfernung, dann bewegt sich hier nichts mehr. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Du hast diesen riesigen Bauraum. Das ist der große Unterschied. Ja. Was du aber bedenken musst, ist Folgendes, oder was du auch noch bedenken musst, ist, wie massiv das hier alles ist. Wir reden jetzt hier überall, bei allem, was wir hier sehen, von Stahl. Das hier ist Stahl, das hier oder ja, Eisenstahl. Ihr wisst, was ich meine, das ist kein Aluminium. Und das ganze Teil hier ist auch wirklich schwer. Ja, also ich könnte es jetzt so hier auch nicht hochheben, im Gegensatz zu dem hier, was ich einhändig hochheben kann. Eieiei. So, also ihr seht, das sind schon Riesenunterschiede. Und das ist auch genau das, was es ja ausmacht, ist nämlich diese Flexibilität. Noch ein Hinweis, wenn ihr euch dafür interessiert, also für dieses System interessiert, ihr habt da so viele Zubehör, wo ihr euch quasi so zu Tode konfigurieren könnt. Probiert es einfach aus. Ja, ihr könnt auch erstmal das einfache System nehmen und dann schauen, welche Teile ihr noch braucht und so weiter. Ich empfehle euch auf jeden Fall hier, euch für eine andere Lösung zu holen, denn sonst müsst ihr jedes Mal hier mit dem Schlüssel arbeiten und mit der Zeit nervt das. Übrigens könnt ihr auch hier können wir auch einen Tiefenstopp machen, dass ich sage hier, bei solchen Maschinen, ich will nur 1 cm rein, das kann ich hier auch machen und so weiter. Alles fein, aber ich glaube, der Hauptunterschied, den habe ich dir gerade klar gemacht und das ist genau das hier. Ach, ich habe noch eine Sache. Ich will euch eine Geschichte erzählen und zwar war es so, dass letztens habe ich bei Helden der Werkstatt meine neue Standbohrmaschine bekommen. Und dann hat er gesagt, das ist aber nicht gut, ich hätte lieber Wabeco nehmen sollen und hat auch ein Video beigelegt und da bin ich bin wirklich vom Glauben fast abgefallen. Denn er hat Folgendes gemacht. Er hat damit eine 150er Bohrkrone in die Wand reingetrieben. Was hat er gemacht? Er hat einfach gesagt, das ist ja massiv hier, oder? Und wenn das massiv ist, dann mache ich Folgendes. Wir haben hier die Möglichkeit, viele Schrauben reinzudrehen. Hat das ganze Gerät so genommen, hat das so an die Wand rangetan. Hat hier entsprechend das hier festgedübelt an der Wand. Hat hier eine 150er Bohrkrone eingespannt und hat das dann nach und nach reingetrieben. Genau hier über diesen Hebel. Und was soll ich euch sagen?
er hat es hingekriegt, ohne Probleme mit sowas. Also es ist schon erstaunlich, was du hier für Möglichkeiten hast. Und vor allem auch, du kannst ja auch, wenn du das ja auf deinem Tisch festschraubst, ja, das Teil, dann kannst du es natürlich auch schwenken hier in dem Bereich, indem du einfach hier die Mutter löst und dann hier das woanders hinschwenkst und so weiter und so fort. Du bist hier sehr, sehr, wie sagen wir, in allen Dimensionen flexibel, wo, an welcher Stelle du bohrst. Hier, da, da oben und so weiter und so fort. Jetzt wird es spannend, denn auch wenn wir hier nur über Klassen sprechen und du natürlich auch eine andere Maschine einspannen kannst, möchte ich mir das Thema Rundlaufgenauigkeit anschauen. Denn wenn wir hier bei Holz, mit Holz arbeiten, ist eine Rundlaufgenauigkeit von einem halben Millimeter nicht schön, aber in der Regel verkraftbar. Im Bereich Metall ist ein halber Millimeter gar nicht mehr schön. Und wenn du Metall bearbeiten möchtest, dann ist natürlich der Rundlauf sehr wichtig. Und deswegen auch der Tipp: Nimm dir hier für so etwas keine gebrauchte Maschine. Nehmen wir mal an, du hast eine schöne Schlagbohrmaschine, die hast du schon 3-4 Jahre, hast schon vielleicht dein halbes Haus damit saniert oder schön so ein bisschen Beton abgetragen, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch absolut exakt gerade läuft, natürlich nicht mehr die höchste ist. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme hier eine nagelneue Maschine und bin eigentlich ziemlich sicher, dass hier die Rundlaufgenauigkeit richtig gut ist. Aber wir werden es rausbekommen. Und natürlich schauen wir uns das auch hier bei der Maschine an. Und ich bin gespannt, ob sie uns alle Ehre macht oder ob sie uns alle Ehre macht für diese Klasse der Maschinen. Kommen wir zum Thema Rundlauf. Und je nachdem, wie gut die Rundlaufgenauigkeit der eigentlichen Spindel hier ist, ist es so, dass die Ergebnisse natürlich für euch viel besser werden. Gerade beim Thema Metall ist es unerlässlich, dass hier kein Spiel herrscht und das genau exakt bohrt und dann nicht hier so rumeiert. Ja, ich sag mal so wie in so einer Rührschüssel quasi. Und das werden wir jetzt mal messen. Und ja, wir können hier natürlich ein wesentlich besseres Gerät nehmen, aber vor allem auch hier können wir ein wesentlich besseres Gerät nehmen. Ich wollte das vor allem deswegen mal jetzt ausprobieren, weil ich wissen wollte, wie gut ist die Rundlaufgenauigkeit von so einer Schlagbohrmaschine. Da müsste sie ja eigentlich gar nicht so gut sein, weil ist ja nicht für Metall gedacht. Aber ich glaube, wir werden ein Wunder erleben, wie wir, glaube ich, auch hier ein Wunder erleben werden. Dafür habe ich mir hier einen Prüfstift geholt. Das ist ein speziell geeichter Prüfstift, der 100% gerade ist und genau für solche Messungen hier gedacht ist. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Messapparat mir gekauft, wo man hier, ihr seht das hier, wo man hier wunderbar schauen kann, wie hoch ist die Abweichung, ja, des Geräts oder des Rundlaufs. Ich habe hier bewusst eine günstige Messe genommen, die kostet nur ein paar Euro und die kann man übrigens, das ist echt spannend, hier einfach so hier festmachen und dann kann man das Teil hier nehmen, irgendwo ranbiegen und loslegen. Finde ich super gemacht. Na, ich muss ein bisschen festmachen hier. Aber das kriegen wir gleich hin. Interessant ist Folgendes, das Ding kostet nur 30, 40 Euro. Und wenn dich die Rundlaufgenauigkeit deiner Maschine interessieren, ist das vielleicht ein Blick wert. Habe ich dir auch unten mit verlinkt. Wir messen bei beiden Maschinen hier genau bei 3 cm die Genauigkeit. Jetzt haben wir das Ganze hier perfekt eingestellt, genau genullt. Und werden das mal für euch ganz langsam laufen lassen. Schaut mal. Eieiei, hast du das gesehen? Das ist doch der Hammer, wie gut die Rundlaufgenauigkeit hier war. Wir haben also nur 5 nach rechts und 5 nach links Ausschlag gehabt, hier bei 3 cm Tiefe. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich überrascht, weil das ist eigentlich wirklich genau. Das heißt, wir haben nur 10 in Summe, das heißt 0,1 mm Rundlaufgenauigkeitsabweichung an der Stelle. Ich bin der Meinung, das würde sogar im privaten Hobbybereich locker für Metall reichen und für die Metallbearbeitung. Deswegen werden wir gleich auch Metall mal bohren hier. Das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Aber ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen, und zwar Folgendes. Viele verwechseln die Rundlaufgenauigkeit hier mit dem Bohrfutter. Und jetzt mache ich gleich mal Folgendes. Ich werde das Ganze mal anmachen. Und dann wirst du hier am Bohrfutter sehen, dass das Bohrfutter quasi eiert. Nämlich aber nur der Ring hier außen, innen drin, das ist genau. Und genau dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das war, glaube ich, das allererste Video hier auf dem Kanal. Schau es dir mal an. Nämlich das erklärt, dass das hier nicht dasselbe ist wie das hier. Und schau mal.
Und jetzt schauen wir uns mal die PDB 40 an. Was ist denn das? Also das Bohrfutter selbst lässt sich, glaube ich, um 1 mm rechts und links bewegen. Hä? Also das müssen wir jetzt aber mal nachmessen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich fasse hier von Hand an und bewege das mal nach vor und zurück. Und dann schauen wir uns das gleich mal im Detail an. Schaut mal, ihr seht jetzt schon. Eieieiei. Guckt euch das mal an. Das ist ja... Wie viel ist denn das hier eigentlich? Das sind also von... Sagen wir 5 minus bis ja, 50 plus, das heißt 55, das heißt einen halben Millimeter Rundlauf-Ungenauigkeit, nur wenn wir es hier anfassen. Ich habe ihn hier jetzt mal auf 15 eingestellt, weil ich nicht so genau weiß, wo ist denn der Mittelpunkt hier eigentlich bei der Unwucht. Und legen wir mal los. Um Gottes Willen, der hat einfach reingegriffen. Ja, habe ich extra für euch gemacht. Und bitte greift niemals da unten rein, wenn da ein Bohrer drin ist oder irgendwas anderes. Ja, hier der Prüfstift ist absolut plan gerade. Und ich wollte für euch einfach mal zeigen, was das bedeutet. Weil wir haben ja hier auch wieder plus 5, minus 5 gehabt, die immer hin und her geschwankt ist. Insofern eigentlich dasselbe da wie da. Nein, wie ich euch ja vorher gezeigt habe, es ist ja, das Bohrfutter an sich sitzt nicht gerade drin und sitzt nicht ordentlich drin. Na, gerade schon, aber es wackelt in sich. Und deswegen habe ich von hinten so ein bisschen gegengedrückt. Und was ist passiert? Ihr habt dann eine sehr hohe Abweichung gesehen von bis zu 0,7 mm. Und 0,7 mm ist schon enorm. Das ist ja quasi wie der Grand Canyon, wenn ihr mit Metall arbeitet. Aber auch mit Holz kann das schon unangenehm werden. Jetzt sagst du vielleicht, na, das macht er doch auch. Nee, weiß ich nicht. Nee, doch, ja, oh. Nein, doch. Nee, egal. Wir wollen das jetzt ausprobieren. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde genau dasselbe wieder machen. Jetzt alles rangebaut. Und jetzt drücke ich mal für euch auch mal hier von hinten. Okay, wir legen wieder los und stehen. Was wir vorhin auch gesehen haben, jetzt drücke ich mal von hinten. Ihr habt gesehen, die Abweichung war so wie vorhin. Ich habe wirklich richtig stark gedrückt von hinten und die Abweichung ist kaum höher geworden. Ja, 5 Punkte höher, aber in Summe, ja, wenn wir 5 zu 60 oder 70 oder 60, glaube ich, waren es hier, Abweichung nehmen, ist das schon echt gut und echt rund. Das heißt, wir haben hier schon eine recht gute Rundlaufgenauigkeit. Kein Vergleich zu einer Maschine vielleicht für 3, 4, 5 oder 2000 Euro, aber für so eine Kombi, zu Hause bin ich immer noch der Meinung ausreichend. Und schreibt mal bitte unten in die Kommentare, nach dem, was ihr hier gesehen habt, was ist eure Meinung zu diesen beiden Geräten? Jetzt will ich es aber wissen. Jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde hier den größten Bohrer, wir gucken mal. Übrigens, das Bohrerset habe ich euch auch unten verlinkt, weil das ist echt gut. Und schaut mal hier, wir nehmen jetzt Folgendes. Und zwar, Moment, wir nehmen jetzt den größten Bohrer, den wir hier finden. Und zwar einen 13er Bohrer. Diesen Bohrer nehmen das Stück Metall und dann wollen wir es mal wissen. Wir haben ein kleines Stück Stahl von nur 2 cm hier liegen und das wollen wir natürlich jetzt bohren und dazu müssen wir es ja irgendwie hier auch an dem Ganzen hier festmachen. Dafür habe ich einen wunderschönen Schraubstock mir von Röhm gekauft, den du hier wunderbar auch festmachen kannst. Ich wollte sehen, ob das hier auch hier festgeht. Da unten geht es natürlich auch ganz locker und dann legen wir doch jetzt mal los.
und fest. Irgendwie war das doch eine wilde Sause. Wir haben hier wirklich das Ganze reinbekommen, zwar 5 mm und 13 mm, was das Maximale ist vom Bohrfutter auf jeden Fall, was beide aufnehmen können. Und was haben wir gesehen? Beide haben es eigentlich recht solide, ja, ein Loch reinbekommen, aber wie sie das Loch reinbekommen haben, ist eine andere Sache. Und zwar war es hier bei dem hier so, im letzten Bereich, so im unteren Drittel, hat die ganze Maschine hier angefangen in sich zu wackeln. Also das hier ist mal passiert. Ich habe sie hinten festgezogen, habe versucht, aber trotzdem hat sie immer noch ein bisschen hier so gewackelt. Jetzt ist natürlich lose, ja, jetzt habe ich sie ganz lose, Moment. Aber trotzdem hat das hier angefangen, in sich zu wackeln. Also das fand ich, ich glaube, für so große Bohrer ist das hier nicht gemacht. Was nochmal ganz wichtig ist, ich habe dabei, auch wenn es vorsintflutig ist, hier so eine uralte Schutz hier getragen für meine Augen. Denn was bei beiden fehlt, ist hier diese Abdeckung. Dann schaut mal hier. Wenn ihr sowas hier da habt, ja, sowas hier am Bohrer, hier, schaut mal, welchen Radius ihr hier habt, ja, das ist enorm, oder hier, ja, wenn das jetzt nochmal lang zieht. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Also gerade im Metallbereich habt ihr hier auf jeden Fall, wenn ihr das in der Fresse habt, auf ganz, ganz Deutsch, habt ihr keinen Spaß mehr. Und deswegen achtet auf eure Sicherheit. Ja, und ich hätte auch nicht das perfekte Öl zum Kühlen hier. Sorry, da werden gleich bestimmt 50 Kommentare unten kommen, dass der Kerl auch keine Ahnung hat, wie man Metall bohrt. Ich glaube, ja, beim Holz bin ich besser, aber ich hatte heute wirklich das falsche Öl dabei. Passiert. Aber ich wollte für euch trotzdem zeigen, dass beide Maschinen überhaupt das können, was ich ganz interessant finde. Hier bei der Möglichkeit war es so, dass es hier jederzeit ruhig war und die einzige Vibration, die ich gemerkt habe, kam nur von einer Sache, und zwar, weil ich theoretisch einen Fehler gemacht habe, und zwar, der Fuß ist nicht fest. Sobald ich den Fuß hier fest habe, bewegt sich hier nichts mehr bei dem Ganzen. Da war ich schon beeindruckt. Und jetzt geht es ans Forsterbohren und natürlich werden wir es auch hier auch von der Größe maßlos übertreiben. Übertreiben ist auch gleich mein Stichwort. Wir haben hier einen 65 mm Forsterbohrer. We'll be right back.
Ich sag nur eins. Alter Verwalter. Unser Freund hat hier quasi die Holzzerstörungsparty gefeiert. Schaut mal da, das ist wirklich ein riesiges Loch und so sieht's drumherum aus. Eieieiei, jetzt probieren wir mal, was er drauf hat. mm Hartholz. Heute feiern wir hier die wilde Bohrparty. Was haben die beiden doch hier jetzt für eine Party gefeiert, oder? Also jetzt hier in normalem Weichenholz mit, ich nehme es hier nochmal raus, 65 mm. Ja, dafür sind sie eigentlich nicht gedacht, aber hat uns das schon jemals gejuckt? Nein. Also, da haben sie wirklich richtig Spaß gemacht, beide Geräte. Auch hier 50 mm in Hartholz, das hier ist ja Eiche, überhaupt kein Problem. Hat mit beiden wunderbar funktioniert. Was ihr auf den Bildern bestimmt gesehen habt, ist, dass hier eine gewisse Unwucht da ist. Der hat schon einiges mitgemacht. Das liegt weniger an den Geräten, sondern vielmehr daran, dass das Gerät hier selbst nicht perfekt wuchtig gearbeitet ist und ich hier nicht die super Qualität habe. Aber dafür hat es auch gereicht, das ist ein schönes, rundes Loch geworden, ja, also nicht eierig, ihr wisst, was ich meine. Also das hat wunderbar funktioniert, beide Maschinen, man merkt, aber hier haben wir etwas weniger Umdrehung, hier haben wir nur, hier haben wir mehr Umdrehung, hier haben wir 3000 Umdrehungen zu 2,5, 2600, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Vor allem aber hat man auch gemerkt, dass wir hier viel weniger Leistung haben. Wir haben hier eine Eingangsleistung von 700 Watt, das heißt eine Ausgangsleistung von, niemand weiß es, aber ich würde mal sagen, nicht mehr als 300, 400, kommt am Ende hier unten bei raus. Hier haben wir eine Eingangsleistung von 1300 Watt und eine auch angegebene, das fand ich sehr schön von Bosch, eine angegebene Ausgangsleistung von 700, 800 Watt. Das habt ihr ja vorhin in der Datentabelle schon gesehen. So dass ihr seht oder wisst, hier kommt wesentlich mehr hier unten am Material an. Mit Metall haben beide ja irgendwie schon, sind sie beide schon klargekommen. Ich würde immer eher auch zu diesem Gerät dazu kommen. Und ich muss sagen, ich bin mega erstaunt, was so eine Bohrmaschine, das ist ja eigentlich erstmal eine Bohrmaschine, dann so alles kann. Na gut, jetzt meine Fazit. Was ist denn das Richtige für dich? Habe ich keine Ahnung, musst du entscheiden, aber ich kann dir sagen, was richtig für mich wäre. Ich würde wahrscheinlich irgendwie beides haben wollen. Ich hätte eigentlich ganz gerne sowas hier in einer etwas höheren Qualität für Metall. Und ich würde für Holz, muss ich wirklich sagen, also und da ich ja eher der Holzwurm bin, wenn ich nur eins haben will, würde ich wahrscheinlich das hier nehmen. Ganz einfach, weil du unwahrscheinlich flexibel bist. Du kannst das hier ja quasi gefühlt bis nach Köln hier rausziehen. Und von mir bis Köln ist ganz schön weit. Und wir haben hier auch nach unten eine riesige Bauhöhe. Das heißt, du bist hier unwahrscheinlich flexibel. Und wenn du ein größeres Holzstück hast und irgendwo in der Mitte dein Loch brauchst, dann kommst du hier zurecht. Weil das ist ja genau das, was mich oft genervt hat bei meiner Standbohrmaschine. Ich wollte ein Loch haben bei 30 cm, bei einer Platte, die halt 60 tief ist. Und brauchte genau in der Mitte ein Loch. Und zwar ein gerades, rundes Loch. Nein, du weißt, was ich meine. Und das ging einfach nicht. Mit dem Gerät geht das Ganze. Ich könnte ja auch wunderschön meine Löcher hier in die Werkbank bohren und so weiter und so fort. Die Güte des Geräts ist super, muss ich sagen. Also auch von der Verwindungssteifigkeit. Mehr geht immer, aber irgendwann ist dann auch nicht mehr nutzbar. Ja, also wenn ihr meinetwegen doppelt so starkes Metall nehmt, ich glaube, dann kommt schon ein Tieflader, um das zu euch nach Hause zu bringen. Also insofern muss ich sagen, interessantes System. Ich hoffe, ich konnte euch die Unterschiede zwischen den Systemen vor allem nahebringen. Und bitte schreibt mal unten in die Kommentare, was dein Favorit ist. Ja, und wenn es nicht das Thema Bohrständer ist, dann welche Tischbohrmaschine dein Favorit ist. Ja, und bitte kommt mir jetzt nicht mit riesigen Standbohrmaschinen, ja, von früher oder ähnliches, sondern es geht um aktuelle Geräte. Welche würdest du da kaufen? So, jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.